Hallo zusammen, ich habe hier einen 96F Kühlschrank. Das heißt, das ist ein 115 Liter Kühlschrank, der kein Eisfach hat. Der hat hinten den Kühler, das Wasser tropft hier runter in diese Wanne. Und hier in diesen Schlauch und dann weg. Warum habe ich jetzt ein Standardgerät hier im Video? Wir sind am Aufräumen und da stehen so Leichen rum oder Halbgerät, fertige Geräte, die man nicht so genau weiß, was ist. Das Gerät wurde bestellt mit einem grünen Widerstand. Da mache ich euch ein Video drüber. Dieser grüne Widerstand, der hat folgenden Vorteil. Wenn ich hier heize auf 40 Grad, das kann sein, dass hier hinten 40 Grad herrschen, weil hier die Wärme abgegeben wird und bei schlechter Belüftung, dann schaltet der Kompressor, der Ventilator auf Volllastbetrieb. Sonst läuft er nur auf Halblast und das wurde so bestellt, von uns so hergerichtet, parat gemacht und leider haben wir bis heute noch keine Zahlung bekommen. Das sind jetzt 4 Monate her, er steht bei uns immer noch am Lager. Da habe ich ihn wieder ausgepackt, überlegt, muss ich den Widerstand rausnehmen und den als Standardgerät wieder ans Lager stellen. Das Teil ist neu, Produktionsdatum ist zwar April 2024 und der Kunde wollte noch so einen Schlauch. Den mache ich hier mit 4 Kabelbinder an diesen Wärmetauscher, den ein bisschen drücken und so kann ich die Luft hier wegziehen. Kostet nicht die Welt, ist einfach jetzt mit dabei. Wenn ihr den bestellt, jetzt oder später, wenn er noch da ist, kriegt ihr den für den Preis, der normal kostet, mit diesem Ventilator, Schlauch dazu. Das Video vom Schlauch und auch hier von der Unterkühlung von Kältemittel, das verlinke ich euch hier unten. Und ich wünsche euch, obwohl wir jetzt ja Winterzeit haben, Zeit zum Aufräumen, gebrauchte Geräte machen, einen schönen Tag.